Das an, das aus, das, das und ich habe mich im Discord und wir suchten heute wieder Star Wars. Hab ich jetzt? Doch. Ja, da. So, wo waren wir denn? Das. So, ich muss einmal dahin und ich muss immer noch diesen Kanalisationseingang finden. Ich fahre da jetzt hin, wenn der dort nicht ist. Ich fress einen Besen, ey. Es kann doch nicht sein, dass der so schwer zu finden ist. Wahrscheinlich ist er voll einfach zu finden und man ist halt einfach irgendwann mal ein bisschen blind. Ich bin halt immer an den Stellen gewesen. Dort war kein Kanalisationsrohr, gar nichts. Und dann dachte ich mir so, weil das halt da so eine, ja, dieses Steingedönsmauern sind, dass es vielleicht oben drauf ist, aber du kommst dort nicht hoch. Das ist, ich weiß es nicht. So, jetzt bin ich gleich an der Stelle. Und es wird mir auf der Map wieder oben angezeigt. Und das verstehe ich nicht. Man kommt da nicht hin? Wie ein... Der Eingang rutscht doch gerne mal auf eine ganz andere Ecke der Map, also. Ist creepy. Infiltriere die Abwasserbereinigungsanlage. Ja, würde ich ja gern. Da ist irgendwas, das ist es aber nicht. Das führt wieder ganz woanders hin. Ich verstehe das hier nicht. Das ist. Ich muss erstmal meine Typsis arbeiten schicken. Da. Der Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit da. Das wird nicht. Und das da. Na, kämpfen will ich jetzt auch nicht gerade. Oh Mann. War ich schon drinne? Ich verstehe die Quest nicht. Weil, was gibt's denn als Belohnung? Ein Gürtel oder eine Gegenstandsstufe 53 Box, was? Nö. Aufgeben, das reicht mir jetzt so. 53, ich bitte euch. Mir wird nicht mal angezeigt, dass du online bist. Jetzt schon. Ja, das. Ich weiß nicht warum. Manchmal wirst du angezeigt, manchmal nicht. Au. Und da muss ich einfach nur auf diese Menschen umklicken. Ne? Okay.
Also rein theoretisch bin ich fertig mit dem Planeten. Wie? Ich habe gerade einfach nur die Klassenquest gemacht, weil ich dachte, die dauert länger, aber das sind nur zwei, drei Gespräche, dann ist man damit fertig. Hä, ich habe hier noch lila eine Kacke zu machen. Ja, lila eine Kacke ist die Planetenquest auch. Naja. Man unterscheidet ja in Klassenquest und lila und Heldenquest heißt das, glaube ich. Oder ja Planeten, gut, dann habe ich die Klassenquest so schon fertig. Müsste ich jetzt der Zorn des Imperators halt auf dem Holodix quatschen. Ja, genau. Ich glaub, also das andere auch nochmal. Ach, hier gibt es wieder schöne Belohnung. Ich brauche das Geld. Das Geld? Dann mach Helden plus 2 Missionen, da gibt es mehr Geld. Ich verkaufe ja die Sachen, die ich bekomme. Ich brauche das Geld. Ich nage tatsächlich hier am Hungertuch, weil ich mehr Ausgaben als Einnahmen habe. Ich muss aufhören, die Typsis jeden Tag, wenn ich nicht streame, arbeiten zu schicken. Ja. Hey, du kannst hier nicht rumgleiten. Warum? Das ist eine Höhle. Du musst doch die anderen zwei Datacrons sammeln. Fehlen die auch noch. Ich habe selbst hier auf dem anderen Planeten nicht mehr gesammelt, also. Okay. Ich schluder, ich habe da. Auf Balmoa habe ich aber ohne weitergeguckt. Ich habe unsere Mine gesichert. Das Imperium wird es sich gut überlegen, unsere Arbeiter noch einmal anzugreifen. Fantastisch. Wir dürfen keinen Tropfen kriegen. Ich komme auch ohne die super klar. Seht ihr das nicht auch so, Major? Und. Natürlich. Der imperiale Stützpunkt wird zwar wahrscheinlich nie mehr so verwundbar sein, aber wenigstens haben wir die Minenarbeiter auf unserer Seite. Kuchuso Yomati. Chitoya Namki Noya. Joskanoi. Paguta Palko. Chopting Wampa. Lahagua Kilia Joska. Als unsere eigenen Versuche, das Crashgift zu verarbeiten, scheiterten, mussten wir Hilfe von außen anfordern. Seid vorsichtig, was ihr Broger sagt. Er ist ein sehr gefährlicher Hund. Ich werde ein Musterbeispiel für Taktgefühl und Diplomatie sein. Ganwachi nek oiga, manulia opa kisa spina perupa. Niemand hat mir gesagt, was der Zweck dieses Treffens ist. Eine Droidenarmee des Huttenkartells rückt auf unsere Fabrik vor. Die drei Familien arbeiten ohne offizielle Erlaubnis des Huttenkartells mit uns zusammen. Das Imperium hat das Kartell gezwungen, sie als Verräter hinzustellen. Vielleicht weiß ich einen Plan, General. Wenn ihr die Aufmerksamkeit der Droiden bei der Fabrik auf euch lenken würdet, könnten meine Männer ihre Armee flankieren. Was erwartet mich in dieser Fabrik? Berichten zufolge setzt das Huttenkartell jeden einzelnen Kampfdroiden ein, der nach Quash gebracht wurde. Dann überlasse ich das euch. Haltet die Droiden auf, beschützt alle Arbeiter, die noch in der Fabrik sind, und meldet euch dann wieder hier. Viel Glück. Ich sollte die Truppen in Bewegung setzen. Futura musta, obra di campio, du pushi wampa. Compulia do bota do alawanki snemo, poia do katana. Ja. Ich hab immer noch diese komischen Behälter. Dieses Fertigteil enthält einen technischen Bauplan, der von können bei einem Verarbeitungsdruiden zu einer Vielzahl von Dekorationen umgewandelt werden. Was ist denn ein Verarbeitungsdruide? Ich glaube, die sind auf der Flotte. Vor allem, ich habe hier eine grüne, eine blaue, eine lila und eine goldene. Universal Fertigteil
Behälter. Heute ist dann wahrscheinlich am besten. Ja klar, aber ist ja nur ein Bauplan für irgendwas, denke ich mal. Da steht ja da, technischer Bauplan, der von einem Spezialisten verarbeitet wurde. Hergestellt von allen Berufen. Ja. Ich will wissen, wo ich das machen kann. Die nehmen 4 Plätze ein bei mir, das ist scheiße. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Na dann. Auf zur Aufputschmittelfabrik. Aufputschmittelfabrik? Auf diesem Planeten werden Aufputschmittel hergestellt, so Stims und sowas. Trotzdem denke ich da irgendwie gerade an was anderes. Ja, es sind ja Drogen. Ja, aber gute Drogen. Ja, muss nicht sein. Ja, gut. So. Ja, die einzige Pflanze auf der Wiese und ich fahre dagegen. Schön. Kann man mal machen. Das ist schon tot. Wow. Meine Medipacks haben sich verschlechtert. Ich weiß, dass die mal bis zu 4000 Gesundheit wiederhergestellt haben, maximal. Das ist planetenabhängig. Du wirst ja mal auf eine bestimmte Stufe runtergemacht. Boah, läuft sich jetzt auf 37. Boah, beschiss. Und je nach der Stufe ist halt dann noch das Medipack. Ja. Beschiss, ich will mein Geld zurück. Ach, na dann. 2 von 8 Kisten gewammelt, schön. Warte mal, hier geht's hoch. Das ist ein Lauf, ein Fließband. Ist das ein Fließband? Ne, ist ein Weg. Mm-hmm.
dann... keine Kiste, okay. Die halten nicht viel aus, die Droiden. Da ist wieder taufrisch. Drei von acht. Hörnchen, du kommst. Du kleines, fettes Ding, du. Ey, die Haustiere hier, mein Schweiner. So klein, fett und trotzdem knuffig. Ach ja, den hätte ich jetzt gerne im Real Life. Ich will nie wissen, wie viel Arbeit der macht. Das möchte ich nicht wissen. Zerstöre die Kartellkommandodruiden. Ich habe gerade mal eins von fünf davon. Okay. Dasselbe. Ja, kämpfen, quatschen, kämpfen, quatschen. Ja. Und Zeug einsammeln. Ja, und vor allem ist es halt nicht mal. Die Klassenquest-Teile finde ich noch ganz spannend. Weil es halt so langsam zum Ende geht, aber diese Planetendinger. Ja, na, ich hab hier angefangen, weil du selbst mal nicht da warst. Ne? Ja, normalerweise hätte ich sie ja auch gemacht. Du kannst aber ich mach's dann, ja gerade auch. Man kann ja immer noch mittendrin abbrechen. Ja, ich hätte sowieso abgebrochen, wenn du sagst, nächster Planet. Dann hätte ich abgebrochen. Okay. Aber bis dahin mache ich das erstmal weiter. Okay. Wie komme ich denn hier eigentlich wieder hoch? Dort? Ah, okay. Gab schon wieder einen Blaster. Schön. Da kann ich nichts anfangen. Sag mal, von hinten angreifen. Feigling. Ist ja wie wenn du mit einer Waffe zu einem Messerkampf kommst. Ei, ei, ei. Da hinten ist noch eine Kiste. Jo. Ja, immer noch Kira. Kriegst du heute mal was gebacken? Ja. So.
von acht. Wo ist denn die letzte? Die musste auch hier unten dann irgendwo sein. Da steht sie doch. Wie schafft es die Huttenfamilie eigentlich zu solchen Reichtum? Das sind schleimige Etwasse, die nicht mal kämpfen können. Das ist eine gute Frage. Ja, du musst ja am Anfang irgendwas mal gemacht haben, damit da auch was draus wird. Naja, die sind aus dem Sumpf gekrochen gekommen und haben diese große Schnecken entwickelt. Ich glaube, das hat schon gereicht. Ja, oder die haben irgendwo mal im Casino was gewonnen. Oder die haben einfach am Anfang einen gut laufenden Geschäftsladen oder ja, doch eine Geschäftsidee gehabt, die ordentlich Einkommen erzielt hat. Die ist dann ins Böse geschwommen. Ins Kriminelle. Naja, ja. Oder die waren von Anfang an schon kriminell und haben damit das Geld gemacht. Ja, aber das meine ich auch. Wenn so eine Markt durch. Sich durchzusetzen können, wo braucht man ja ein bisschen was, muss man ja auch autoritär sein. Ja, die haben dann schon irgendwie gekriegt. Vielleicht sind es einfach nur Influencer, Star Wars Internet. Was für solche designigen Dinger nicht. Schau mal. Wo war? Da oben war der Druide. Und der war down. So, jetzt, was? Evakuiere die Fabrik, aber ich hätte jetzt exekutiert. Gut. Los, raus mit euch. Zack, 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 zack. Wo muss ich überhaupt hin? Da drüben muss ich hin. Das war eine geile Quest. Evakuiere die Dinger. Das heißt für mich, dass ich die auch noch draußen begleiten muss. Nach 3 Metern, die spawnen die einfach. Und ich muss den ganzen Weg zurückrennen. Die haben sich 100 pro teleportiert. Mann, Mann, Mann. Und ich muss noch auf den Kack-Fahrstuhl warten. Oh, komm. Wo ist eigentlich mein... Wo ist mein Haustier? Ist der Schraubs gegangen? Nö. Irgendwo daddelt er noch rum. Oh. Au. Entschuldigung, ich bin gestorben. Ja. Ohne dass ich es erklären kann. Ich bin in einen Fahrstuhl runtergesprungen, als du runtergefahren bist. Und ich bin irgendwie in die Walzen beim Runterfahren gekommen. Okay. Und dann macht's halt Knick, Knack und du bist Matsch. Ja gut, ich spring keinen Fahrstuhl mehr runter. Außer die, die ich kenne. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Was hat man nicht gehört? Das Rülpsen? Nee, ich hab nicht gerülpst. Hab gegähnt. Na so. Hi! Scheinbar dauert das lange da drin. Musst du auch dort rein jetzt? Ja. Okay. Nö, es dauert nicht lange. 25 Minuten streame ich, 25 Minuten war ich jetzt da drinnen. Naja, nicht ganz, ich hab noch nebenbei gequatscht mit den Dullis.
Hast du dich nicht gewundert, warum wir alles so viele Tote rumlagen? Ich bin bei dem Fahrstuhl gestorben. Hä, nee, warte mal. Ich war jetzt, wo war ich denn drinnen? Nein, dieser in dieser Fabrik. Stimmt, ja, genau, da lagen keine Toten rum, weil das Klassenquest war. Also hier waren grüne Schildchen. Da sehe ich doch nicht, was andere machen. Ich habe jetzt keine Schildchen nicht gesehen. Du bist ja in kürzester Zeit weiter als ich. Wenn ich jetzt dort erst rausgekommen bin. Ja, ich muss jetzt gerade erst rein. Ach so. Ja, na dann. Gute Arbeit in der Fabrik. Meine Männer vertreiben gerade noch die letzten Druiden. Chiliska Tananga Ime Chai Joe Ronchika. Ach komm, ich brauch Geld. Ich habe alles, was ich für euch finden sollte, Boga. Huegi Matako Nandise. Wie schön, dass ihr zu uns stoßt. General? Wir sind bereit, das Herz der imperialen Armee anzugreifen und die Kontrolle in diesem Krieg zurückzugewinnen. Unser Ziel ist Morf Drace, der Kommandant aller imperialen Operationen auf Quesh. Okay, der redet und bewegt seine Lippen nicht, das ist mir auch neu. Wird dieser Mann uns wirklich einen so großen Vorteil verschaffen? Ohne ihn werden alle Operationen des Imperiums zusammenbrechen. Der sah auch gerade ganz anders aus. Es wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als Quesh aufzugeben. Morf Drayson verschanzt sich in einem stark befestigten Palast. Euer Stoßtrupp muss sich einen Weg hineinbahnen, zu Drayson gelangen und ihn herbringen. Am besten lebendig. Hm, ja. Ich werde alles versuchen, um ihn hierher zu bringen. Unsere Scouts haben nur einen Eingang gefunden. Ja, die Kanalisation dort kenne ich schon. Ich kann einen Eingang abdecken, Major. Übernehmen eure Leute den anderen? Ich bezweifle, dass meine Kommandosoldaten es lebendig durch den Vordereingang schaffen. Aber sie werden alles geben. Ich habe mehr Chancen, es durch den Vordereingang zu schaffen, als eure Leute. Das ist sehr edel von euch. Danke. Wenn alles gut läuft, trefft euch mit dem zweiten Stoßtrupp, sobald ihr drin seid. Ich werde hier mit genügend Leuten warten, um Broga zu beschützen, falls das Imperium sich rächen will. Okay. Ich werde euch hier treffen, wenn die Mission abgeschlossen ist. Viel Glück. Die ganze Republik hofft auf euren Erfolg. Das sagen mir irgendwie auf jedem Planeten 10.000 Mann, dass die ganze Republik auf meinem auf Erfolg wartet. Hä, warum? Es gibt doch noch mehr Jedis. Du bist aber irgendwie gerade der Held. Besser gesagt, ich bin Held und du bist Heldpunkt Nummer 2. Na warte mal, wenn wir vom Level her gehen, bist du Held Nummer 2, oder? Ja, weil du gewisse Leute bestochen hast. Und hat ja nichts mit dem Können zu tun. Und wenn wir vom Lichtschwert-Damage her gehen, bin ich auch Held Nummer 1. Ja, wie gesagt, du bist ja nur stark scheinbar durch die Waffen, nicht durch dein Können. Och, durch mein Können auch. Ich bin so gut, ich muss nicht mal was machen. Das machen alles meine Padawane, weil die Ausbildung so geil ist. Ich muss jetzt mal peinlicherweise fragen, was hat dir denn so lange gedauert? Ich habe noch die Kisten gesammelt nebenbei. Ich musste mal erst gucken, wo die sind. Weißt du, warum mit dieser Typ von gekannt. Nö, ich hab sie dem gegeben, ich brauch Geld. Deswegen habe ich dunkle Seitepunkte bekommen. Aber hat sich das überhaupt gelohnt? Beim Huttenkartell gab es solche Vorschriften nicht. Was? Pünktlich geliefert und keiner stellt Fragen. Und jetzt sind wir treue Anhänger der Republik. Was? Hoffentlich wiegen die Credits den ganzen Ärger auf. Wer hat denn das jetzt gesagt? Ich bin ja irgendwo in der Wildnis. Zufällig irgendwas mit der Hutten-Clan war mit den Credits und wir arbeiten jetzt in der Republik für Credits. Ja, genau, genau das. Keine Ahnung, wer das kam. Mann, Mann, Mann.
Ach, hier zu dem Palast, wo du dann auch noch hinfahren musst, da ist im Übrigen in der Nähe ein zweites Datacron. Wollte ich schon mal so erwähnt haben. Das ist ein Nullbot, die wir hier suchen. Stopp doch mal endlich, du Hund. Ach, da ist mein Haustier wieder da. Wo kommt der jetzt her? Okay. Ganz viele Sif-Pimmeln hier rum. Nein, ihr seht mich nicht. Sehr schön. Egal, Kira kommt an, ich gehe wieder weg. Ja. Apropos, warte mal. Kira. Damage. Die sind für so pumpe leichte Gegner. Für solche Massen hat man halt neue Angriffe. Die Macht ist mit mir. Ja, vor allem, ich mache kaum noch Spezialattacken. Ich drücke immer nur die Standard 1 und 2, die man von Anfang an hat. Und den Rest macht Kira alles. Ich hab so meine Tastenkombination, die ich irgendwie immer dauernd habe. Außer bei besonderen Gegnern. Also das ist so eine Kombination, die ich allzeit anwende. Ja, bei besonderen Gegnern, da ist Kira ja auch bloß Heiler. Heiler. Und da ist bei mir auch eine Tastenkombination drin. Ne? Irgendwie ist bei uns halt allgemein der Wurm drin. Du bist müde, weil du krank bist, das erklärt's. Ich bin müde. Ich bin müde, weil ich kaum gepennt hab die Nacht. Ey, ich saß gestern an der PS4, ich guck so auf die Uhr. Oh, um 2! Ich müsste mal ins Bett gehen. Ja, um 6 Uhr hätte ich aufgestanden. Ja. Oh. Da habe ich erstmal den Stream von gestern runtergeladen, weil ich das gestern nicht mal gemacht habe. Also ich bin heute um 6:30, Viertel vor 7 aufgestanden. Ist viel zu früh für meine Verhältnisse. Nur damit ich von dem Physiotherapeuten durchgeknet werden kann. Boah, also, geil. Nicht geil, mein Knie tut höllisch weh. Das ist nicht angenehmes Massieren, da waren sie knickknack und alles mögliche ist wieder kaputt gefühlt. Boah, so eine geile Rückenmassage könnte ich auch mal wieder gebrauchen. Ich brauche eine Frau. Weil ich glaube... Was würden die das machen? Meine Ex hat... Also ich habe es bei meiner Ex und meine Ex bei mir haben wir es immer regelmäßig gemacht. Okay. Ja, aber das ja, endete dann auch in Sex. Ja gut, das ist ja wiederum normal. Ich bin froh, dass ihr es unbeschadet durchgeschafft habt, Jedi. Fauler Darko geht einfach den Truppen aus dem Weg. Da erwartet uns sicher eine Menge Ärger. Hab ich auch gemacht. Ja, da gab es so eine Wendeltreppe, links rum und rechts rum hoch. Kein Grund zur Sorge. Ich bin einfach links rum hochgegangen, da waren keine andere da. Ach, du bist jetzt auch im Palast? Ausrücken. Ich bin auch links. Ich bin auch links rum. Und hab gekämpft. Ach, vielleicht deswegen. okay, und hier kommt dann das grüne Teil. Okay, wenn ich jetzt hier auf dich warte, müsstest du ja gleich auftauchen. Da ist er! So, ich bin weg, wir sehen uns.
Da komme ich noch nicht durch. Nee, gleich. Willkommen. Ich würde euch ja ein paar dieser ausgezeichneten Aufputscher anbieten, aber meine Krieger haben bereits alle aufgebraucht. Ergebt euch, Morph Drayson. Ich sorge dafür, dass euch niemand etwas antut. Ich hoffe, ihr erkennt, welche Ehre euch heute zuteil wurde. Ihr werdet eine zentrale Rolle in der Geschichte der Galaxis spielen. Euer Tod wird der letzte Schlag sein, der die Republik trifft. Und jetzt wird es Zeit, diese Sache zu beenden. Ich bin durch Kira Feuer auf Technik eingestellt. Hier sind ein paar mehr drin. Ich denke mal, dass ich Damage mache. Ich denke, es ist ein Elfenkreis. So, der Moff ist tot. Hallo, Kreis, die Moff ist noch nicht so stark. Alle down. Glaubt ihr etwa, ihr habt gewonnen? Die Republik hat die Kontrolle über Quash verloren. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Jedi so leichtgläubig sind. Aber gleich all das war nur ein Ablenkungsmanöver. Ihr wart nie stark oder tapfer genug, um das Imperium niederzustrecken. Und ihr werdet es auch nie sein. Ich fange mit euch an. Jetzt ist er tot. Gut, dass wir ihn los sind. Ich hab ja nicht versprochen, dass ich ihn leben lasse. Verdient. Ihr solltet weiter. General Corvin wird im Kriegslager auf euren persönlichen Bericht warten. Ich als voll tapferer Jedi habe ihn natürlich am Leben lassen. Nee, ich bin viel zu nett. Nee. Das entspricht nicht meinem Charakter. Oh, hier gibt's noch eine Nebenaufgabe. Alter, ich sehe dich da draußen stehen. Ich warte auf dich hier. War schon, ach, du bist schon fertig? Hm. Warte mal. Nein! Da drinnen war noch was mit Kanistern. Oder sind die auch hier draußen? Sind ja auch hier draußen. Okay. Aber ich mach den nicht. Nö, ich auch hier. Aber gibt's aus. Oh, hey, die sind respawned. Warte mal kurz. Wo muss ich denn hin? Alles klar. Sarko, wir sehen uns. Da musst du da gar nicht hin? Ich muss zum Kriegslager zurück. Tschüss. Ich tippe mich einfach. Hättest du auch machen können. Ich sehe dich da hinten einfach nur noch kämpfen. Was ist das Kriegslager überhaupt? Das ist unten der Boppel. Was ganz in. Oh, hier drin warten welche auf uns. Schön. Angriff! Mysteriöser Sith-Akku. Du bist schlau. Seriöser Ziffer. Oh! Der hält was aus! Machen die alten Ernster Familien auf, Mischa? Kann nicht sein. Ja, das sind diese fetten Schweine. Dann häsen die so. Besiege die Ziffer. Veteranenlichtschwert, ah ja. Kann ich nicht gebrauchen, ich habe da unten noch ein Ersatzlichtschwert. Hey, mein Inventar ist fast wieder voll. Chonki Fakota, Chiho Poda, Chioto Vokise. Meine Güte. Ich hatte mit Ärger gerechnet, als der Kontakt zu Broga und Majotrik abgebrochen ist. Aber das hier habe ich nicht kommen sehen. Oh, nicht, Kollege. Bono Nachatu, Netutu Broga. Seid gegrüßt, oui. General. Lord Magris, ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Sith in den Krieg eingreifen.
Und ihr seid sicher der kleine Jedi, der ihnen hilft. Wie reizend. Konntet ihr niemand Besseres finden, Corbin? Oh, und ihr seid sicher, der kleine Jedi wird euch helfen? So hört er sich an. Ich glaube, der ist von der anderen Seite. Ruhe, jetzt reden die Erwachsenen. Temperamentvoll. Wisst ihr, wo eure kleinen Freunde sind? Ich muss euch zu meinem großen Bedauern mitteilen, dass euer verehrter Diener und Kriegsheld Major Trieg die Seiten gewechselt hat. Ihr steht mitten in seinem Werk. Er hat seine eigenen Soldaten umgebracht, um Boga zu mir zu bringen. Schau mal, Alter, jetzt hat schon. Alter, die Aussage ich von mir gerade. Ich halte den Guten in eurer ehemaligen Ruhe, jetzt reden wir Erwachsenen. Ein weiteres Geschenk von Major Trieg. Joach. Ihr gebt uns diese Information sicher nicht zu unserem Vorteil. Ich möchte euch einladen. Wollt ihr die zwei zurück? Dann kommt zur Mine und holt sie euch. Hm, meine so? Tür steht immer offen. Ah, ich hoffe nur, die Tür steht offen. Das ist mein Fehler. Ich hätte es kommen sehen sollen. Er muss aufgehalten werden. Ich muss erst mal Zeug verkaufen. Quash ist so gut wie verloren. Uns bleibt nur wenig Zeit, um wieder die Kontrolle zu erlangen, bevor das republikanische Kommando uns zurückbeordert. Wir müssen Lord Magras aufhalten. Und wenn der Major sich gegen uns gestellt hat, müssen wir ihn zur Rechenschaft ziehen. Die drei. Ich werde ganz bestimmt nicht versagen. All unsere Hoffnungen ruhen jetzt auf euch. Findet Lord Magras und Major Trieg. Beendet diese Angelegenheit und rettet Broga, wenn möglich. Ich kehre zur Basis zurück und warte auf euren Bericht. Viel Glück. Jo. Ich habe schon ewig keine Gefährtengeschenke mehr bekommen. Fällt mir auf. Ich hoffe, das Ziff ist jetzt der letzte. Melden Sie Ihre Beschwerden. Und weg damit. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So, wo ist die Mine? Die Mine ist da unten. Ich hoffe, Ike verfährt sich. Was in der Mine? Soll ich mich verfahren? Nö, der Weg dahin. Nö. Den gestrichelten Weg muss ich folgen. Ich hab doch hier schon alles aufgedeckt. Ja, ich bin den Hauptweg weitergefahren. Ach, da unten kämpft jemand. Mit zwei Lichtschwertern. Ja, die Idioten haben. Ja, warum lässt denn die hinter mir stehen? Die gehören auch noch dazu. Die müssen auch verklatschen. Oh, geil. Palim, hi Kira. Ist das meine Kira? Ja. Nicht, dass ich jetzt deine geklaut habe. Das geht dann, ehrlich gesagt, nicht mal. Boah, ich würde halt wirklich gerne mal Jedi-Seite spielen und komplett alles mit dunklen Machtantworten geben. Nicht, dass dann so eine Antwort kam. Nicht, dass dann so eine Antwort kommt wie, Überleiter haben die falsche Seite gewählt. Bitte einmal wechseln. Ja, ich will halt diese Veränderung sehen. Wie der Jedi durchmacht. Ich weiß nicht, ob es da wirklich sowas Tolles gibt. Also der verändert sich schon richtig stark. Vor allem im Gesicht.
Also man sieht es ihm dann an, dass er die dritte Seite gewählt hat. Das hab ich ja bei Sibiala gesehen. War ein Medien und hat nur dunkle Punkte gewählt. Dem hat man es richtig angesehen. Was bist du für ein dicker Sim, Alter? Das ist ein laufender Klops. Bin gleich wieder da. Okay. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ein bisschen gemurmelt. Gut. Ich bin nämlich gerade stinkig geworden an der Tür. Der gleiche Typ, der gestern geklingelt hat, klingelt heute wieder für die Person hier aus dem Haus, ob ich ein Paket annehme. Aber diesmal dann nicht unten geklingelt, sondern oben an der Tür. Ich bin ihn jetzt angegangen, hab gesagt, ey, ich bin keine Postannahmestelle. Dass die sich das endlich mal merken, dass ich für Kinder aus dem Haus annehme. Also, ist echt. Nee. Das, der 1:1 der gleiche Typ, den habe ich an der Stimme und am Akzent erkannt. Nee. Einfach nee. Jetzt muss ich steuern. Es geht auf los. Mikro wieder richten. So. Oh, Mann, ey. Abgeschlossen, Bonusmission 1. Och, nö. Habe ich alles links liegen lassen. Da ist schon wieder so ein dicker Sif. Hey, warum? Sind halt Belagerungsmeister. Ja, wenn die brauchen einen fetten Mantel, damit sie da halt jahrelang stehen können. Wenn die sich hinsetzen, dann kannst du die zur Seite kullern. Da ist nichts mehr mit Belagerung. Oh, natürlich sieht der. Der hat sie nicht verdorfen, der Arsch. Nö. Dem zieh ich das Fett von den Knochen braten in den Kopf. So. Das war mal ein Sif. Dann kriegst du nicht mal ordentlichen Loot hier raus. Da oben steht schon wieder so ein dickes Ding rum. Nö, den umrenne ich jetzt. Was ist das da? Sanitätsalarm. Nö. Mach ich nicht. Oh,
Forschungsmission Teil 3. Yeah. Machst du die jetzt gerade ernsthaft? Nee, ich muss ja hier durch und da muss ich automatisch schon kämpfen. Da war viel vorbeigelaufen. Nee, das mache ich nicht, wenn die mir im Weg stehen, haben wir gekämpft. Jetzt ist schon wieder so ein dicker Klops. Ich glaube, die Stimpacks, die es hier auf dem Planeten gibt, die Probleme gut. Oh, da ist er. Ubanjoraliba ist im Bobo. Ihr bekommt eine kleine Pause, Hutte. Wir haben Besucher. Major, bitte begrüßt unsere Gäste. Es ist doch wohl offensichtlich, dass ich überlegen bin. Oh, wie tapfer. Faszinierend. Kein Wunder, dass Trick genug von der Republik hatte. Die Republik ist krank. Unentschlossene Schwachköpfe wie Corvin sind General, während Leute der Tat übergangen werden. Trotz all meiner Talente und Dienstjahre wäre ich in der Republik als Major gestorben. Das Imperium gibt mir eine ganze Flotte. Ihr habt für eine Beförderung die Männer verraten, die unter euch dienten und ihren Tod in Kauf genommen? Was ist los mit euch? Stimmt, das Leben ist ungerecht. Unschuldige leiden und so weiter und so fort. Sind wir jetzt damit fertig, sinnlose moralische Entrüstung auszudrücken? Ah, was? Ah. Ich habe euch pures Quetschgift injiziert. Tötet den Jedi, dann gebe ich euch das Gegenmittel. Der kann mich nie töten. Bringen wir es zu Ende. Okay, gefühlt hält der Dreck mehr aus als das Ziff. Und trotzdem beide besiegen. Keine Sorge. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich hätte Ihnen nicht trauen dürfen. Bitte, vergib mir. Nö, du hast deine Kollegen getötet, du das stirbst. Alle Leute, die ihr verraten habt. Ja, nö. Eine Snitch will keiner haben. Kulira, du kanki kun kaskron chidumpa. Mi bonawa tuipe, te bokpagwa wada wanga. Okay, ihr steht in meiner Schuld. Ich will einen Planeten ganz für mich alleine mit einer fetten Villa und ganz viel Frauen. Es gibt, glaube ich, sogar Planeten, wo nur Frauen wohnen. Oh. Oh. Hier. General Corvin wird erfahren wollen, was hier passiert ist. Juhu! Wir können weiter. Nee, ich noch nicht. Ja, ich weiß. Ich das für mich keine Pause machen. Bin ja wieder da. Jo. Chiliska tananga ime chai chou ronchika. Der ist da oben. Dann gehen wir natürlich da hoch.
Wo lang? Da. Wo lang? Hallo? Da. Ich habe bereits mit Broger gesprochen. Ihr habt unsere Ressourcen gesichert und die Drahtzieher des Imperiums eliminiert. So bedauernswert Major Triggs Tod auch sein mag, er bedeutet Gerechtigkeit für all die guten Leute, die er verraten hat. Genau. Die republikanische Armee ist euch sehr zu Dank verpflichtet. Es war eine Ehre für mich, mit euch dienen zu dürfen, General. Ich kann euch versichern, die Ehre ist ganz meinerseits. Es wird eine Weile dauern, bis wir die restlichen imperialen Truppen finden und besiegen. Solange wir hier sind, wird man euch verehren und willkommen heißen. XP brauche ich nicht, ich nehme den dort. Ach, ich krieg das B, das. Achso, ah. Machen wir das so. Dunkle Punkte bekommen. Ja, ja, böse, böse Eik. Verkaufen, verkaufen, verkaufen war hier drüben. Hier. Was ist mit Chispa? Oh, das kann ich nicht verkaufen. Wow. Brauche ich nicht mehr. Weg damit. Was gibt's denn für Gleiter? Die sind alle hässlich. Muss ich nicht da rein? Doch, da. Okay, machen wir es anders. Ich muss sowieso erstmal dort hin. Da, 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 da. So, ich will diese Container endlich geöffnet haben. So. Bitte du. Ich mach auch erstmal ein paar. Ich bin erstmal zur Flotte zurück. Okay. Ja, ich will gucken, wo ich jetzt diese Container öffnen kann. Oh je, yeah. Wir sehen uns morgen wieder. Das dauert ein paar Jährchen. Ich mache gleich eine Pause, werde ich mal kurz googeln. Gut, dann mache ich jetzt mein. Oh Gott. Oh, das tut mir leid. Gesundheit. Oh. Macht dir doch nicht leid, bitte. Das dröhnt im Kopf. Oh, das ist schlimmer als jede Droge. Ich muss mich auch. Als hättest du schon jede Droge ausprobiert. Ich glaube, so fühlt sich's an. Ich muss mich aber für den Stream entschuldigen. Und für YouTube. Ich mache jetzt hier ein kurzes Päuschen und bin gleich wieder da.